Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Barlin, wenn ich Ihnen zuhören sage, dann könnte ich sagen, alles in Butter, alles gut. Das ist Mecklenburg-Vorpommern, Kurzarbeitergeld, das ist der Retter. Und wir kommen gut durch die Krise. Ich will, Frau Schwesig hat dann gesagt, dass der Erfinder des Kurzarbeitergeldes Herr Scholz war. Ich möchte geschichtlich erinnern, dass 1957 das Kurzarbeitergeld unter Konrad Adenauer eingeführt wurde. In der alten Bundesregierung ist die Regelung des Kurzarbeitergeldes geregelt worden. Und jetzt haben wir ein Delta gehabt, weil man nicht wusste, wie es weitergehen soll, ob verlängert wurde oder nicht. Was auch Herrn Mayer dazu veranlasste, eine PI, die ich richtig fand, eine PI zu verfassen, die dann sagte, liebe Bundesregierung, Corona endet nicht am 31.12. diesen Jahres. Das war richtig. Und damit meinte er nicht die Verlängerung als solches, weil das war schon beschlossen, sondern es war die Mitaufnahme oder die Verlängerung der Maßnahmen der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ab dem vierten Monat beziehungsweise ab dem siebten Monat. Und insofern tue ich mich ein bisschen schwer, wenn man jetzt von Durchbruch spricht, wenn man, soll ich sagen, sich selbst feiert für die Errungenschaft, die man im Bund erreicht hat. Ich will eins ganz klar sagen, damit auch da nicht ein falscher Zungenschlag reinkommt. Es ist gut, dass das erreicht worden ist. Und es ist eines der wichtigsten Maßnahmen, die wir haben, dass das Kurzarbeitergeld verlängert wurde und vor allem die Erhöhung ab dem vierten und ab dem siebten Monat bis hin zu 87%. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig und wichtig. Und wenn man sich dann dem Dank anschließt, Frau Schwesig, Sie haben die Protagonisten, die also wirklich dann auch im Hintergrund Druck gemacht haben, haben Sie gedankt, in der Tat, weil das scheinbar ja nirgendwo auf dem Schirm war, dass das noch verlängert werden muss. Sie haben nur einen vergessen, glaube ich, im Bund, die Hoga hat mächtigen Druck auch noch gemacht. Deswegen gilt auch, neben denen, die sie genannt hat, der Dank der DEHOGA. Bei Ihnen, bei der AfD, ich habe nicht viel mitgekriegt, wie Ihre Position jetzt ist. Ich habe das nicht rausgehört aus dem Vortrag. Da brauchen wir nicht zuhören, da kommt ja nichts. Ich habe höchstens daraus vernommen, dass Sie als AfD diese Kurzarbeiterregelung für nicht zielführend finden. Das habe ich entnommen. Jetzt ist es so, dass die Verlängerung eingetreten ist. Das ist gut so. Ein Durchbruch wäre gewesen, weil wir haben ja Erkenntnisse. Wir wissen ja, wie es im Vorjahr war, dass man gewisse Vorbereitungen natürlich treffen könnte. Es war ja abzusehen, dass wir wieder irgendwo hinkommen. Ein Durchbruch wäre gewesen, wenn man die Maßnahmen vorher entschieden hat, bevor die Unsicherheit bei den Unternehmern und bei den Mitarbeitern entstanden ist. Aber sei es drum, gekommen ist die Erfordernis natürlich jetzt dadurch, dass es natürlich neue Corona-Regelungen geht. Nach dem Sommer war alles gut und schön, im Sommer war alles gut und schön. Und dann kam es natürlich relativ schnell und relativ zügig. Eine Überraschung war es nun auch nicht, weil wenn es kälter wird, das war abzusehen, dass es dann auch zu erhöhten Infektionen wieder kommt. Die Maßnahmen, die will ich jetzt gar nicht bewerten, 2G plus, dann 2G, dann 2G plus für die Gastronomie, Hotellerie und dann auch die 2G für den Einzelhandel. Ich weiß nicht, ob man bei der Treffen der Maßnahmen vielleicht die Auswirkungen ein wenig unterschätzt hat. Insbesondere, wenn man darüber redet, dass erst die Maßnahmen getroffen wurden und dann die Infrastruktur sukzessive nachgezogen wird und zu dem Zeitpunkt eben nicht vorhanden war. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Aber sei es, wie es ist, ich hab hier aus den sozialen Medien ein Zitat vom letzten Sonntag. Liebe Freunde und Gäste vom Café Wunderbar in Bad Sülze, leider sieht die Wirklichkeit unter 2G so aus, dass nur noch wenige Menschen zu uns kommen. Da haben wir uns schweren Herzens dafür entschieden, unser Café ab 13.12.21 bis auf Weiteres zu schließen. Der nächste Kommentar von einem Schweriner Gastronom, 2G plus ist noch krasser. Also, was ist passiert? Es haben viele Menschen haben die Weihnachtsfeiern, die Buchungen, alles rum abgesagt, bleiben lieber zu Hause, weil natürlich der
Testaufwand circa 2G plus Ihnen einerseits zu hoch ist, ein hoher Aufwand, also der Aufwand dazu zu hoch ist, aber zum anderen auch, ich sage mal, Öffnungszeiten der Testzentren, insbesondere im ländlichen Raum, gar nicht gegeben ist, um irgendwo testen gehen zu können oder am Wochenende möglicherweise mit der Familie essen gehen zu können. Das funktioniert nicht. Die Buchungen sind auch nicht mehr wieder einbringbar. Das sind Verluste. Und die Vorbestellungen in der Gastronomie, ich würde mal sagen, wenn jemand 400 Enten bestellt hat, dann kann er 200 Enten schon, kann er schon abschreiben. Das ist also vernichtetes Kapital. Viele haben von sich aus bereits reagiert, haben sich selbst eine Schließung verordnet, und machen Mitarbeitern, ja, Sie müssen in der Realität ankommen, gehen Sie bitte in die Gastronomie, gehen Sie mal raus am Wochenende, nehmen Sie wahr, was da los ist und reden hier nicht schlau daher, Herr Albrecht. Da muss man auch mal ein bisschen mit den Praktikern reden. Und das, was draußen tatsächlich passiert. Aber egal, schließlich, es ist, manche Unternehmen haben auch den Mitarbeitern angekündigt, dass sie Kurzarbeit angekündigt haben. Also es gibt eine gewisse Unsicherheit und insofern war die Klarstellung, dass das Kurzarbeitergeld jetzt kommt, auch die Verlängerung und seit vorgestern auch die Klarstellung, dass beim Überbrückungsgeld 3+ auch die eigene Schließung mit berücksichtigt. Das war vorher nicht klar, weil die immer nur von der Schließung ausging. Das ist seit vorgestern, ist das dann klar. Das ist natürlich eine gute Sache, die Überbrückungshilfe 3+, dass die dann auch ab 1.4. in der Überbrückungshilfe 4 weitergeht. Aber jetzt gucken wir uns mal rein. Der Teufel steckt im Detail. Nicht gesagt ist worden, dass die Anträge für das Kurzarbeitergeld seit 1.9.21 strengen Anforderungen einer umfassenden Begründung zur Unvermeidbarkeit der Kurzarbeit im Unternehmen erfolgen muss. Was heißt das? Es ist im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, letztes Jahr, wo die Corona-Maßnahmen eine Schließung anordneten, war allein die Corona-Verordnung als solche Schließung Grund genug für die Begründung auch bei der Arbeitsagentur, zu sagen, ich bekomme Kurzarbeitergeld. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie haben einen unglaublichen Begründungsaufwand, warum Sie denn jetzt schließen wollen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, einen Mittagstisch oder weiß der Geier, was es alles gibt, um eben zu vermeiden, dass Sie in Kurzarbeit gehen. Diesen Begründungsaufwand, der ist so erheblich, das sind auch Stolperscheine für das ein oder andere Unternehmen. Und das ist auch der Unterschied zum letzten Jahr, was jetzt neu ist, dass man diesen unglaublichen Begründungsaufwand hat, was bei den Agenturen bedeutet, dass jeder Fall auch ein Einzelfall ist. Es gibt keine Routine wie die Corona-Maßnahme, Schließung, fertig. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, der da ist. Und wie es kommen muss, sind ja die ersten Bescheide schon zurückgekommen an die Unternehmer mit einer ablehnenden, also Kurzarbeitergeld beantragt, ablehnenden Haltung. Und das denke ich mal, das ist eine Sache, die wir bitte in den Blick nehmen müssen, wo Gespräche geführt müssen. Natürlich muss man eine richtige Begründung anführen, das ist überhaupt keine Frage. Aber gehen Sie davon aus, dass die meisten Betriebe 1 bis 10 Personen haben, keine Buchhaltung in dem Sinne haben, das macht der Unternehmer selbst. Große Unternehmen haben Buchhaltung, können das leisten, kleine Unternehmen können das nicht leisten. Es ist eine Riesenhürde für diese Unternehmen, dies leisten zu können. Also, wir haben also in der Tat nicht nur Einzelfälle, sondern wir haben einen Flächenbrand im ganzen Land. Die finanziellen Einbußen sind enorm und ich will nur eins sagen, ich muss es auf die Zeit gucken, wir haben nicht die Leistungen, die wir letztes Jahr haben. Beim Überbrückungsgeld 3+ oder das Überbrückungsgeld 4 gibt es bereits Einbußen, beispielsweise bei den Fixkosten. Wir haben bei den Kurzarbeitergeld, die Sozialkosten werden nur zu 50% übernommen. Wir haben im letzten Jahr die November- und Dezemberhilfen gehabt, die den Unternehmen über die Zeit geholfen haben. Die haben wir jetzt nicht. Das heißt, trotz der Zusagen, die Herr Mayer schon gemacht hat, die Härtefallklausel unserer Liquiditätshilfen aufrechtzuerhalten, haben wir ein Delta, definitiv ein Delta, was wir haben werden und was möglicherweise dazu führt, dass trotz Kurzarbeitergeld die Mitarbeiter entlassen werden müssen. Und ein Durchbruch in meinen Augen ist dann erreicht, wenn wir am Ende keinen einzigen Unternehmer wegen Corona-bedingten Maßnahmen verloren haben. Dann haben wir einen Durchbruch erreicht, vorher nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Die Linke der Abgeordnete Herr Förster.